Hallo, in diesem Video möchte ich auf die Positionierung und gleich der Suche ein bisschen eingehen, und zwar auf die neue der HiCard 2018. Und im Prinzip derzeit sieht ja die gleich der Suche ja so aus, und seit 2018 wurde die überarbeitet. Das kann ich hier wie folgt einstellen in der Konfiguration. Unter Systemeinstellungen, Positionierung habe ich hier die Möglichkeit, die Standardpositionierung ab HiCard 2018 oder in diesem Fall die alte. Ich habe hier dann die Möglichkeit, auch also Favoriten vorzudefinieren, die ich mir dann selbst gestalten kann. Und im Grunde genommen, wenn ich hier eine neue Zeichnung, im Normalfall ist es so, dass es wahrscheinlich ein HiCard-Neustart erfordert, dass ich hier die neue Positionierung zur Verfügung habe. Im Grunde genommen, was habe ich für Möglichkeiten mit dieser Positionierung? Möchte hier einfach mal einen Träger einbauen und einfach einen Anschluss, damit ich unterschiedliche Teile habe. Und von mir aus noch ein Kantblech dazu. Wie die Teile jetzt da in diesem Fall aussehen, ist jetzt, sage ich jetzt mal, nebensächlich. Da geht es jetzt eigentlich nur mal um die Gleichtersuche. Grundsätzlich habe ich hier die Möglichkeit, mit den Optionen auf die Gleichtersuche diese zu aktivieren oder die Einstellungen zu machen. Ich habe hier die Möglichkeiten, einen Filter zu definieren. Ganz wichtig ist, dass die Einstellung der Positionierung in der Konstruktion gespeichert wird. Und das ist einer der größten Neuerungen in diesem Fall, sage ich jetzt mal, wo man sagen kann, okay, die Zeichnung kann ich weiterschicken, ein anderer, der hat auch die gleichen Einstellungen. In der alten Positionierung hat man ja immer die Einstellungen tätigen müssen, aber die kann ich jetzt wirklich konstruktionsabhängig steuern. Hier im Allgemeinen findet man, was positioniert werden soll, also alle oder auch nur ausgewählte Teile, zu nummerierende Teile, alle oder neue. Jetzt ist auch hier die Möglichkeit, Positionstexte zu generieren. Das heißt, dies werde ich jetzt gleich mal aktivieren, um das zu darstellen. Dann hier hat man hier die Teilegruppen. Das heißt, ich kann mir hier neue Gruppen definieren. Das heißt, ich möchte hier zum Beispiel die Baugruppen sollen gefiltert werden. Das heißt, ich habe hier natürlich die Filterfunktionen und kann hier definieren, nach welchen Teilen soll gefiltert werden. Das heißt, alle Baugruppen werden hier gesucht. Ich kann hier dann in diesem Fall zum Beispiel einen Positionstext hinzufügen, zum Beispiel einen Text. Das sage ich hier einfach mal BG-Bindestrich und sage hier ein Teileattribut hinzuzufügen. Und sage in diesem Fall einfach mal, die Positionsnummer soll als zweites Attribut herkommen. Die Datenquelle Bauteil selbst, übergeordnetes Teil oder Hauptteil, habe ich hier als Quelle zu suchen. Ich kann hier noch sagen, okay, soll dreistellig aufgefüllt werden und sage hier einfach mal Baugruppe. Mit OK habe ich hier diesen Text geändert. Kann natürlich hier auch für Kantbleche Regeln definieren. Das heißt, hier sieht man auch wieder, es werden hier alle Kantbleche rausgesucht in dieser Formel und die sollen jetzt von 100 anfangen und sollen hier den Text KBL-Bindestrich und die Positionsnummer wieder haben. Also man sieht auch hier, ich habe hier alle Attribute zur Auswahl und kann hier alle Positionsnummer, alle Attribute auswählen, die ich hier einfach mal zusammenstellen kann. Das heißt, das kann hier unabhängig viel länger werden. Ich habe hier dann die Möglichkeit, hier diesen Favorit zu speichern. Also ich sage zum Beispiel Stahlbau neu. Dies kann ich dann auch in der Konfiguration als Vorlage definieren. Und mit OK sieht man hier automatisch schon, okay, hier steht BG001, zum Beispiel hier steht KPL102. Zum Beispiel. Weil im Grunde genommen ich die Einzelteile auch von 100 angefangen habe. Das heißt 100, 100, 101, 102. Das heißt, ich kann hier natürlich die unterschiedlichsten Nummernbereiche definieren. Das ist der nächste Schritt. Ich kann hier zum Beispiel auch zum Beispiel sagen, bei den Metallbauteilen, ich möchte hier dies kopieren und möchte zum Beispiel hier bei den Definitionen möchte hier weitere Filter setzen, Stahlbau, Metallbauteile, wenn die zum Beispiel Teileart ist gleich
wie viele ist zum Beispiel als weitere Regel. Das heißt, könnte ich hier auch diese i-Profile mit einer eigenen Nummernkreis definieren. Soll die Nummernvergabe automatisch sein oder nur manuell? Soll die gleich dazu erfolgen, ja oder nein? Der Startwert, Schrittweite, habe ich hier die unterschiedlichsten Bereiche, die ich hier schön säuberlich trennen kann. Weiters habe ich hier die Teileattribute, das heißt, nach welchen Werten soll die Gleichheitssuche getrennt werden. Das heißt, in diesem Fall nach der Teileart, das heißt, i-Profile, die Gleichheitssuche, dann die Sachnummer, also erst das, dann die, der Werkstoff, dann die Bemerkung. Das sieht man hier, das ist nur die Unterscheidung. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel zwei Bleche habe und in der Beschichtung etwas drinnen steht, werden die automatisch unterteilt. Hier könnte ich auch sagen, wenn ich zum Beispiel bei, könnte man hier nehmen, was würde hier jetzt passen, wenn ich über den Katalog was würde hier jetzt passen, eine Norm definiere oder eine LV-Position mit angebe in den Teilen, dass die als Unterscheidungskriterium auch definiert wird. Das heißt, ich habe zwei Träger, bei einem habe ich eine LV-Position, bei dem anderen eine andere, dann würde hier dies durch, wenn der Text definiert ist, durch dies unterschieden werden.